Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lärche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein. Wochenend und Sonnenschein. Hochsommertemperaturen und strahlend blauer Himmel über den Ökofeldtagen in Frankenhausen in Hessen. Es war der erste bundesweite Branchentreff der Ökolandwirtschaft in dieser Form, ein Forum für den fachlichen Austausch, ein Schaufenster für Innovationen und für die Leistungen des ökologischen Landbaus. Eröffnet wurden die Ökofeldtage von der hessischen Landwirtschaftsministerin Priska Hinz. Das ist mir ein besonders wichtiges Anliegen, hier zu sein, weil ich das als Ministerin unterstütze, aber auch weil mir die Weiterentwicklung des Ökolandbaus sehr am Herzen liegt. Wir haben in Hessen inzwischen 12,5% der landwirtschaftlichen Fläche als ökologisch wirtschaftende Fläche und wir wollen da noch mehr haben. Das heißt, wir brauchen noch mehr Umstellerinnen und Umsteller und deswegen finde ich es toll, dass diese Veranstaltung hier stattfindet. Der Veranstaltungsort: die hessische Staatsdomäne Frankenhausen, Lehr- und Versuchsbetrieb der Universität Kassel. Wer mit den Besuchern des Ökofeldtages ins Gespräch kam, merkte schnell, sie kamen aus ganz Deutschland mit teils weiten Anreisen. Hier eine Gruppe Landwirte aus Niedersachsen, Ökobetriebe und Konventionelle. Wir kommen südwestlich von Bremen, fast 300 Kilometer. Nicht? Wir wollten uns noch mal informieren über den Stand der Technik, einige Anbauversuche. Wir machen Dienstleistungen im Ökolandbau, speziell im Futterbau für Ökogeflügel. Man lernt ja nie aus. Nicht? Und wir arbeiten schon seit knapp 20 Jahren im Ökobereich. Und man lernt ja nie aus. Ich wollte auch noch Maschinen gucken, weil alles, was ich mechanisch bekämpfen kann, brauche ich chemisch nicht bekämpfen. Die Ökofeldtage sind keine geschlossene Veranstaltung, sondern offen für alle Interessenten. Und mancher konventionelle Landwirt schaut sich hier um, was auch in seinem Betrieb sinnvoll wäre. Ja, die Technik ist ja dieselbe und was im Ökolandbau gut funktioniert, kann ja im konventionellen auch nicht schlechter sein. Der Ökolandbau und hier speziell der Ackerbau präsentierte sich in Frankenhausen als eine höchst innovative Branche mit großen Entwicklungsschüben in den vergangenen Jahren. Agrartechnik, Pflanzenzüchtung, organische Düngung – die Ökofeldtage zeigten in der ganzen Breite, was man braucht, um ökologische Landwirtschaft zu betreiben oder ihr näher zu kommen. Es gibt ja zwei Zielgruppen für diese Veranstaltung. Das eine sind die Biobäuerinnen und Biobauern, die einen Ort haben sollen, wo ihre Veranstaltung stattfindet hier. Und das Zweite, es muss einen Ort geben, wo konventionelle Bauern mit geringer Hemmschwelle hinkommen können und sehen, was ist eigentlich Ökolandbau, wo sie erste Gespräche führen können und wo sie letztlich auch einige von den Vorurteilen abbauen können, mit denen sie da bis jetzt konfrontiert waren. Publikumsmagnet der Ökofeldtage waren die Maschinenvorführungen. An jedem Tag 36 verschiedene Fabrikate im praktischen Einsatz. Bodenbearbeitung, mechanische Unkrautbekämpfung, kamerageführte Hacken und immer wieder GPS-gesteuerte Anbaumaschinen mit extrem genauer Spurführung. Dass man solche Spitzentechnik so ausführlich gerade auf Ökofeldtagen findet, ist kein Zufall. Bodenbearbeitung und mechanische Unkrautbekämpfung gehören zu den Kernkompetenzen des Ökolandbaus. Niemand sonst hat damit so viel Erfahrung. Und das Interesse der Besucher übertraf alle Erwartungen. Naja, ich finde es eigentlich sogar Wahnsinn. Denn Sie sehen ja die Leute, sie stehen hier in zwei, drei Reihen und eigentlich hätten wir sogar anstelle der 100 Meter vielleicht eine 150 oder 200 Meter Bahn gebraucht, damit jeder überhaupt Platz hat zu gucken und jeder soll ja auch was sehen können und sowas mitnehmen können von der Maschinenführung. Also ich sag's mal so, ich bin eigentlich schon überwältigt durch den großen Zuspruch. Einzelne Neuentwicklungen wurden zum ersten Mal einer so breiten Öffentlichkeit im praktischen Einsatz gezeigt. Die Ergebnisse wurden extrem genau begutachtet und die Leistung der Geräte wurde sofort vergleichbar. Eine solche Gelegenheit für den direkten Systemvergleich unter Praxisbedingungen
haben Landwirte nur ganz selten. Was mich selber persönlich sehr interessiert, ist auf jeden Fall, dass die verschiedene Technik der Hersteller zusammenkommt an einem Punkt. Wenn man das selber organisieren muss, ist der Aufwand relativ groß. Was auch ganz gut ist, dass man mit denen direkt in Kontakt gehen kann und auch mal an der Maschine genau schauen kann, wie ist es da, wo schaut es aus, wo muss ich was nachstellen, was kann ich einstellen, welche Optionen habe ich. Ich finde es ganz schön, dass wir auch mal einen Ökofeldtag nur für uns haben. Es gibt ja genug andere Feldtage, aber ein reiner Ökofeldtag, wo man mal unter unseren Bedingungen mal sehen kann, wie die Maschinen arbeiten, gerade hier auf so schweren Böden mit schwierigen Bedingungen. Kleegrasumbruch im Ökolandbau immer wichtig und immer eine Frage. Das ist sehr interessant für mich. Ergänzt wurden die Maschinenvorführungen durch technische Neuheiten, die noch nicht auf dem Markt sind, etwa der vollautomatische, sensorgesteuerte Unkrautroboter. Besucher kamen an den beiden Tagen zum ersten bundesweiten Ökofeldtag nach Frankenhausen. Auch das Interesse der Firmen, hier teilzunehmen, war weit größer als erwartet. Die Veranstalter hatten auf 120 Aussteller bei dieser Premiere gehofft. Es kamen mehr als doppelt so viele. 280 Unternehmen zeigten ihre Leistungen, ihre Produkte, ihre Züchtungen und Maschinen. Damit wurde sehr deutlich, Ökolandbau ist ein Markt der Zukunft und die Agrarfirmen haben ein hohes Interesse, hier präsent zu sein. Wir sind sehr positiv überrascht. Einmal von den Ausmaßen, von dem Angebot und vor allen Dingen von der positiven Stimmung. Wir haben also selten auf Feldtagen, wir sind auf vielen Feldtagen, so eine positive Stimmung erlebt. Und das ist das, was uns wirklich beeindruckt. Ein weiterer Schwerpunkt des ökologischen Landbaus, Pflanzenzucht und die richtige Sortenwahl. Dazu bot der Ökofeldtag den Besuchern fast im Stundentakt Führungen zu den Landessortenversuchen für den Ökolandbau mit den Schwerpunkten Ackerbohnen, Kartoffeln, Silomais und Winterweizen sowie den Wertprüfungen für Winterweizen und Wintergerste. Ebenfalls erprobt die Wirkung von Pflanzenstärkungsmitteln, geeignet im Ökoanbau wie auch im konventionellen. Im Ökolandbau immer ein zentrales Thema, Leguminosen. Hier angebaut beispielsweise vom Demonstrationsnetzwerk Erbsen, Bohne, Soja und Lupine. Und schließlich präsentierte die Universität Kassel ihr Versuchswesen auf der Domäne, darunter eine Demonstrationsanlage von Winterweizen, in weiter Reihe mit Untersaat Rotklee. Insgesamt fast 300 Parzellen mit 70 verschiedenen Kulturen zur Information an einem Ort. Ergänzt wurde das Programm durch zwei Sonderschauen im Bereich der Stallgebäude. Die Sonderschau Kompost demonstrierte täglich die Herstellungskette vom Grüngut bis zum fertigen organischen Dünger. Ein Thema, das im Ökolandbau immer bedeutender wird. Die effiziente Nutzung von Mist, organischen Reststoffen und Kleegras zur Versorgung der Böden mit Humus und Nährstoffen, besonders für vieharme Betriebe. Was die Zuschauer auch hier begrüßten, die Möglichkeit, sich so umfassend zu informieren. Wir haben auch einen Stand hier, entsprechend mache ich auch Standdienst. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier mich umzuschauen. Mir gefällt es, wie gesagt, hervorragend. Was sehr gut ist, ist, dass natürlich auch aus allen Bereichen hier die einzelnen Player auch vor Ort hat und man sich wirklich ganz breit umschauen kann. Die zweite Sonderschau, Tiere, mit der Frankenhausener Herde des deutschen schwarzbunten Niederungsrindes, einer bedrohten alten Haustierrasse. Hier gab es auch tägliche Fachdemonstrationen in Klauenpflege von Milchvieh mit wiederum enormem Publikumsinteresse.
auf dem Weg dahin ein tief ausgehobenes, begehbares Bodenprofil. Boden ist offenbar immer ein Thema, über das man sich mit vielen Personen lange austauschen kann. Die Ökofeldtage sind zudem eine umfassende Fortbildungsveranstaltung. 2 Tage prall gefüllt mit Fachvorträgen, etwa in den Foren Praxis trifft Forschung. Nicht zu vergessen die regelmäßigen Führungen zur Förderung der Biodiversität am Feldrand. Abschließend Professor Jürgen Hess, der wissenschaftliche Leiter der Staatsdomäne Frankenhausen. Naja, zunächst einmal ist das ja eine Schau, wo steht der Ökolandbau in der Praxis und wo steht er in der Forschung. Und wir erleben jetzt ja gerade wieder eine Umstellungswelle. Also es gibt zunehmend mehr Landwirte, die an Umstellung auf Ökolandbau interessiert sind. Und für die ist das natürlich eine Informationsressource. Also man kann hier auch einen eigenen Innovationsschub mitnehmen.